Ich spiele zum Beispiel in der Nationalmannschaft immer nur auf der 10 hinter der Spitze. In Salzburg war ich jetzt kein klassischer Außenflügel, der da hoch und runter marschiert. Ich war eher so ein halbrechter Zehner. Wir haben eher mit zwei Halbpositionen gespielt und nicht mit klassischen Außenflügeln. Aber allgemein kann ich eigentlich im Mittelfeld jede Position spielen. Ich habe schon links gespielt, auf der 10 rechts und auch schon auf der 8 als offensiver Sechser habe ich auch schon einige Jahre in meinem Leben gespielt. Und deswegen ist es mir eigentlich am Ende egal, wo ich aufgestellt werde. Ich versuche immer mein Bestes zu geben. Ja, ich glaube, dass Dortmund so von den Grundlagen und von diesem Spiel gut zu mir passt. Ich glaube, dass Dortmund auch da auf dieses Gegenpressing setzt, nach Ballverlust schnell Balleroberung vom gegnerischen Tor, schnell den Abschluss suchen, die Lücke suchen, und ich glaube, das passt einfach zu mir, und deswegen glaube ich, dass ich hier gut aufgehoben bin. Wie gesagt, es ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn man als einziger neu kommt zu einer Mannschaft, aber die Mannschaft hat es mir extrem einfach gemacht und sind alle, wie gesagt, super nett zu mir, und das hilft mir wirklich extrem, weil ich ein Typ bin, der das dann auch ein bisschen braucht, die Nähe zu anderen Spielern und Offenheit, und deswegen, das ist hier super, und deswegen kann ich, glaube ich, von Anfang an noch dann Gas geben.